Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Ich zeige euch heute, wie ihr jede Software, heißt Spiele, Musik, Videos und andere Software wie zum Beispiel Visual Basic, was es halt so gibt. Naja, ihr wisst schon. Also einfach Software, wie ihr alles umsonst runterladen könnt. Und zwar alles, was ihr dafür braucht. Internet, BitTorrent und nochmal Internet. Das soll ja schnell gehen. So. Fangen wir mal an. Also erstmal BitTorrent, ich sende euch dann den Link. Für die, ich zeige es trotzdem mal. BitTorrent, gebt ihr mal einfach ein. Das war nicht schwer. BitTorrent Download Chip. Zack, habt ihr BitTorrent. Das ist nämlich für den Download nötig. So, dann haben wir hier ein neuer Tab, da gehen wir jetzt hier. Ich sende euch dann den Link, also ich stelle ihn euch rein. Auf thepiratebay.org. So, hier. Wer es hier wollt, aber ihr könnt natürlich auch hier leer lassen. So, nach was wollen wir denn heute suchen? Was gibt es denn für neue Spiele? Sagen wir mal, also, es gibt ja viele Möglichkeiten. Sagen wir einfach mal, ich habe eine Idee. Call of Duty Black Ops. Gebt ihr hier irgendwas ein. Allerdings dürfte ich es nicht falsch schreiben, weil die Suchmaschine ist ziemlich empfindlich. Die zeigt euch nichts an, wenn ihr einen Rechtschreibfehler habt. Dann macht ihr Piratsuche. Und wartet. Also einmal auf SE drücken. Und dann habt ihr hier eins mit 4000. So. Darauf klickt ihr dann. Und ihr könnt es euch dann bei diese Torrent-Datei herunterladen. Ich werde euch das jetzt nicht zeigen, weil ich jetzt zu voll bin, 7,3 GB runterzuladen. Und das geht wirklich mit jedem Spiel. Und ich biete euch jetzt mal einen kleinen Dienst an. Als dafür, dass ihr meine Videos anguckt, werde ich euch nicht nur zeigen, wie es geht. Also ich habe es euch ja eigentlich schon gezeigt. Sondern ich werde euch auch noch jedes Spiel, das ihr haben wollt, oder jedes Programm, ihr könnt ja auch Programme suchen oder Musik, was ihr wollt, werde ich euch runterladen. Und wenn ihr euch das nicht runterladen wollt, weil es illegal ist, werde ich euch es für euch runterladen. Werde ein Tutorial machen dazu. Ihr müsst nur dafür das Programm oder das Spiel am besten rechtschreibfehlerfrei in die Kommentare schreiben. Dann lade ich es runter und mache ein Tutorial dazu, wie ich das gemacht habe. Das Ganze stelle ich dann natürlich auch auf Mega Upload, was mich ziemlich viel Zeit kosten wird, weil das dauert ja ewig abzuladen, aber ich werde es machen. Und dann könnt ihr euch das auch gefahrenfrei, ohne dass ihr entdeckt werdet von irgendjemand, Bulle oder keine Ahnung, ihr wisst schon, könnt ihr es euch legal runterladen. Soweit, so gut. Das war's auch schon wieder. Hier U-Torrent runterladen, dann das andere. Jetzt gebe ich euch noch kurz ein Beispiel. Ich gehe nochmal auf das Pirate Bay. Ich gebe euch kurz noch ein Beispiel, wie das dann aussieht, wenn es runterlädt. Gehen wir mal wieder. Gehen wir mal ein anderes Spiel ein. C. Civilization. So. Aber habe ich jetzt nicht falsch geschrieben? Ich glaube nicht. Doch, ich habe es falsch geschrieben. Okay, ich schau mal kurz nach, wie man schreibt. Civilization. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr einfach nur ein Tutorial wollt. Zivilisation. Ach, Z. So. So, jetzt da hier ordnen und habt ihr hier den größten, immer den größten runterladen, der funktioniert meistens auch. Ihr könnt natürlich auch hier unten die Kommentare anschauen. Da schreiben die, wo es runtergeladen haben, ihre Probleme. Dann klickt ihr eben auf diese Torrent-Datei runterladen. So, dann kommt hier das. Ich habe jetzt den Google Chrome Browser, weil er das schnellste von allen ist und sehr praktisch. Da kommt es bei mir so, ihr müsst dann öffnen klicken oder hier drauf. Da kommt auch eine
nämlich im Browser habt, so, netter kurz, startet sich uTorrent. Kurz warten. So, hier. Okay. Und dann ein Download. So, jetzt müsst ihr kurz warten. Müssen wir jetzt warten. Ihr braucht das erstmal eine Weile. Wieso, weiß ich nicht. So, jetzt fängt er langsam an. Jetzt hat er hier Seeds gefunden und jetzt geht's los. Also am Anfang ist es sehr langsam mit 0,1, aber das steigt jetzt gleich sehr an. Also ich habe jetzt eine schlechte Internetverbindung, da wird das jetzt nicht so hoch schießen, aber es geht hier immer weiter hoch und geht bei diesem Programm immer bis aufs Maximum, was ich auch sehr praktisch finde. Also es heißt, egal, wenn ihr von einem Server wie Megaupload downloadet, habt ihr nur eine begrenzte Downloadrate. Bei diesem Programm ist es unendlich. Also es wird immer voll ausgelastet, wenn ihr 50.000 Leitung habt. Dann habt ihr auch 50.000 was ausgelastet. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel euer Anbieter wirklich, aber wirklich alles, was ausgenutzt werden kann, wird von diesem Programm ausgenutzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr es einfach nur zum Spaß als Serverlegger verwenden. Und tut ihr das Programm, tut ihr etwas downloaden und einfach könnt ihr irgendein Spiel spielen online. Und dann leckt ihr es so, dass euch keiner mehr trifft. So, das downloadet ihr jetzt. Wenn es fertig ist, macht ihr Rechtsklick und öffnet Download-Verzeichnis. So, auch kurz. Dann seid ihr hier direkt schon mal im Ordner drinnen. Aber ihr könnt hier auch, wenn ihr das hier wegtut, dann auf Downloads. Da ist es nämlich drin. Hier, also ein Torrent und einmal die Datei. Das ist noch ein anderer Download von mir, aber ist nicht so wichtig. So, hier ist jetzt die Datei. Und hier könnt ihr dann, das mache ich dann ein neues. Oder vielleicht habe ich sogar schon ein Tutorial, wie ihr das dann macht. Also wie ihr das dann installiert. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas nicht wisst, wie oder was weiß ich, wenn ihr ein Spiel haben wollt, über Megaupload gehostet, wie ihr wollt, könnt ihr eben in die Kommentare schreiben, mache ich ein neues Tutorial auf. So, das werde ich jetzt natürlich nicht fertig downloaden, weil ich schon habe. Zack. Das hier löschen. Naja, okay, das war's auch schon wieder mit diesem Tutorial. Und wie gesagt, ich werde euch für jedes Spiel ein Tutorial machen, wie ihr es euch runterladet. Es gibt natürlich auch manche Spiele, aber es ist wirklich sehr selten. Ah, okay, kann ich gelöscht werden, wird verwendet. Da, ich mache jetzt einfach mal in das Tutorial nochmal ein Tutorial, wie ihr unlocker könnt ihr euch einfach umsonst downloaden. Jetzt habe ich durch den falschen Ordner anvisiert, egal. Mit unlocker könnt ihr einfach das Ganze, falls es benutzt wird, könnt ihr, wie nennt man das jetzt? Unlocken. Ja. So. Warte. Ich weiß nicht, ob der auch mal startet. Mein PC ist gerade sehr langsam, weil ich gerade erstens aufnehme. Und zweitens tue ich gerade aufnehmen. Warte mal, habe ich gerade schon aufnehmen gesagt? Ich meine, ich tue das, mein altes Projekt rendern. Hier wieder unlocker. Können wir schließen. Ausschließen. So. Gut, er braucht jetzt hier dann eine Weile. Okay, hier sagt er, hat jetzt nichts gefunden. Probieren wir es mal nochmal zu löschen. So, jetzt kann es gelöscht. So, das war's auch wieder für heute. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendein Tutorial zum bestimmten Spiel wollt, bla bla bla, habe ich ja schon dreimal gesagt. Schreibt einfach in die Kommentare. Daumen hoch, was weiß ich, halt diese ganze Kacke. Also bis dann.